Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer F1 2019 Liga. Mein Name ist Jan und mit dabei ist der Mike. Hey Leute! So, Mike hat Angst. Okay, kein Regen. So, wir sind natürlich in Japan. Mike hat Angst, seit 4 Rennen keine Punkte mehr geholt. Und in den letzten 4 Rennen hat er auch nur 7 Runden insgesamt geschafft. 3-mal in der ersten Runde und 1-mal in der 4. Runde rausgeflogen. Ich hatte davor auch 4 Rennen keinen einzigen Punkt. Ich bin aber ein bisschen länger gefahren. Und jetzt, das letzte Rennen, konnte ich endlich mal wieder sogar gewinnen. Bin damit in der Fahrertabelle sogar auf Platz 1 insgesamt. Mike ist auf Platz 8. Er will mindestens Platz 5 werden. Also es wird spannend. Da muss ordentlich noch was dazukommen, damit wir das auch beide so erreichen. Konstrukteur ja. Natürlich auch schaffen. Da sind wir gerade auf Platz 2 immer wieder hochgekommen. Mercedes ist aber auch ganz nah hinter uns und Red Bull ist sogar auf Platz 1. Ja Leute, wir haben Japan übrigens nicht Test gefahren, also wir sind gar nicht Test gefahren, beide nicht. Japan ist schon echt eine Gewöhnungsbedürftig. Ist echt eine Scheißstrecke, also ich finde die echt nicht so cool. Letztes Jahr bei Red Bull hatten wir auf dieser Strecke glaube ich Regen, deswegen war das eine absolute schlimme Strecke. Ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht, also... Oh Gott, wie wird man denn hier aus der Box rausgelassen? Richtig häselig, ja, ja, muss man direkt voll in die Kurve, aber richtig reinlenken. Ich bin echt gespannt, was das heute gibt hier. Jan hat es ja schon gesagt, also ich will Platz 5 oder 6, aber lieber Platz 5 eigentlich werden. Und bin aktuell Platz 8, natürlich ist es möglich, aber die anderen, die werden natürlich die Punkte nicht einfach so liegen lassen. Deswegen werden die auch Punkte holen, die was vor mir sind. Dementsprechend muss ich auch Punkte holen, das ist halt die Sache, ne? Gewinnen mit schnellster Runde, Alter, diese Strecke ist... Ja klar, wenn ich gewinnen würde und vielleicht sogar noch mit schnellster Runde, dann ist ja klar, dass es absolut gut wäre. Die Strecke hat irgendwie so teilweise so Schräglage und dann... Vielleicht kommt meine Hasskurve, der einmal hinten so eine mehr oder weniger 180 Grad lang gezogen, also die ist gar nicht so lang gezogen. Aber Alter, die ist so schräg, da huppelt mein Lenkrad so. Boah, keine Ahnung, was ich hier mache. Also diese Kurve, ich hasse sie, weil das so eine... Boah, da ist ein Huppel! Nicht kurz vor Startziel, wenn du nach rechts abbiegst quasi, also nach rechts runterfährst, musst du aufpassen, ich bin da richtig gehüpft einfach. Das ist ja absolut häselig. Da ist so ein komischer Huppel, ich wollte richtig beschleunigen, auf einmal hüpfe ich da über die Strecke. Ja, ich hoffe, dass ich im Qualifying, dass wir uns jetzt beide gut qualifizieren können. Dass ich mal einen besseren Start erwische als sonst. Boah, in Russland, ja, das ist wirklich, also die Strecke ist richtig uneben. In Russland ging es noch, der Start im Vergleich zu den anderen Rennen, aber ich hätte gern noch einen richtig guten, nicht nur so geht so. Ja, und dann dementsprechend so uneben und nicht in der ersten Runde rausfliegen oder eigentlich Feedback gar nicht rausfliegen. Macht ihr sich alle Ehre gerade. Ich will eigentlich gar nicht rausfliegen, das ist so das Ding, ne? Ist ja logisch. Nee, ich will auch nicht rausfliegen. Also wäre ganz cool, wenn wir vielleicht sogar wieder einen Doppelsieg schaffen. Also ich habe ja ewig nicht mehr gewonnen. Alter, also oh, scheiße. Trips. Wow, war das knapp. Die Strecke kann einem ordentlich mal das Auto weghauen. Aber richtig, also die Curbs sind auch so wie so Mulden einfach. So mit Absicht so richtig... Dass sie dich einfach triggern, die Strecke will mich triggern, glaube ich, so. Oh, ich dachte, mein Reifen wäre weg. Dachte ich Magnussen lässt mich passieren, aber... Oh, dieser Huppel ist so geil. Oh, Platz 6. Was? Lol. Richtig stark. Nicer Scheiß, okay. Okay, okay. Ich weiß, wo das hier endet, wahrscheinlich. Wahrscheinlich in Japan. Nee, wahrscheinlich in der Wand. Alter. Diese Huppel. Ja, ja, ja. Bist du doof. Der Jan ist einfach richtig gut. Ich bin nicht eingefahren. Wo soll ich denn eingefahren sein, wenn ich 7 Runden aus den letzten 4 Strecken gefahren bin? What the fuck? Jan ist allein im letzten Rennen natürlich schon viel mehr gefahren. Ja, okay, müssen auf jeden Fall noch mal eine Runde fahren. Der Tank ist leer.
Buchsenstub. Ah, hat er erkannt. Okay, nice. Ich habe keine Gridstrafe bekommen dieses Mal. Ich habe ja beim letzten Mal eine Gridstrafe bekommen. Eine Gridstrafe, das will ich diesmal nicht. Habe ich überhaupt eine Kamerasynchro gemacht? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht. Das kann sein, dass ich das vergessen habe, ne? Hier. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass diese Strecke, ich wusste ja, dass sie so gefährlich ist, aber dadurch, dass sie so uneben ist und überall Huppel, kannst du, wenn du halt wirklich schnell fährst und dann irgendwie eine Linie fährst, die da halt durchs Rennen irgendwie, weil du irgendwie ein Auto ausweichen musst. Wow, Reifen weg! Geht's dir gut? Motor aus! Nice! Gut, dann starten wir halt von hinten. Das ist ja richtig cool einfach. Was ich hasse dieses Spiel. Fahr gegen die Wand, du bist eh Erster. Ja, ich wäre aber mit anderen Reifen. Scheiß Spiel. Doch, wir waren Cut. Gott, ich hasse es. So Leute, also ich habe es geschafft, mich auf Platz 1 zu qualifizieren. Max Verstappen direkt hinter mir ist natürlich ein bisschen unglücklich. Hamilton zum Glück nur auf Platz 8, aber natürlich Vettel, Leclerc und so, also die machen mir ordentlich Druck wahrscheinlich. Also ich habe richtig viel Spaß. Ich habe es auch geschafft, mich auf Platz 1 oder 2 zu qualifizieren. Das hat ja schon mal gut funktioniert. Erstes Ziel schon mal gescheitert, zweites jetzt Ziel... Jetzt beim Start nicht ganz so viele überholen, das ist doch voll schlau. Zweites Ziel ist natürlich gut zu fahren. Wird bestimmt jemand versuchen, sich durch eine und fahren auf dieser Strecke, oder? Bei so vielen Huppeln, Alter, sind die hieselig. Okay, weißt du, was er mir gerade gesagt hat? Eine 7-Box-Strategie würde ich fahren. Weißt du, was er mir gesagt hat? Er sagt so, jo, pass auf, ne, da, bei dem Start ist ganz gefährlich. Das kann nämlich passieren, dass Leute sich in eine Lücke zwängen, wo gar keine Lücke ist. Und dann ein Unfall und Überschlag und... ja. Ja, der hat er wirklich gesagt, also ist schon mal gut, dass der mir schon sagt, dass die Leute einfach irgendwo hinfahren. Ja, sagt so, ja, die Leute sind doof. Können die mal losfahren, bitte? Jetzt eigentlich beim Start dein ERS auf rote Lap oder auf Überschlag? Überschlag. Echt? Ja, auf was stellst du? Wir sind immer auf Hotlap. Auf Hotlap? Ja. Oh, das ist mir auch mal. Ich will schnell losfahren. Ja, nee, ich nicht. Ich hab's eigentlich immer auf niedrig. Also nicht auf aus, sondern auf niedrig, weil ich denk mir immer so, ja, nee, brauchst du nicht. Willst du ein bisschen schnell losfahren, so niedrig schnell? Ja. Ich bin eigentlich... Alter, ich sag dir, das ist so hässlich, die Strecke. Sagst du mir das? Ja. Leute, habt ihr schon gesehen, euer Facecam, auch schon letztes Rennen, dass man mein Mikrofon gar nicht mehr so hässlich sieht. Ist es nicht geil? Man sieht es nämlich gar nicht mehr. Meins sieht man noch häselig, aber das ist mir egal. Ja, go! War das knapp, ich werde ihm fast draufgefahren. So ein bisschen Reifen warm fahren, okay? Ich kann mir gar nichts warm fahren. Die fahren einfach ungefähr 5 km/h hier hin. Ich fahre gleich den Frontflügel von den anderen warm. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn du die so richtig ausgrimmst beim Start. Tja. Das geht nicht. Also, das man geht weiß nicht. Ja, man weiß ja, ich weiß, was bei Italien passiert ist, wenn man das versucht. Ach komm. Sag mir, wenn man es hochstellen muss. Das ist einfach alles scheiße, weißt du das? Ich bin auf dem Gras. Nichts Neues. Jetzt. Jetzt? Auf Hotlap? Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, worauf ich es jetzt gestellt habe. Auf niedlich. Wollte auch mal ausruhen. Kennt ja nix. Weißt du, ich habe letztes Mal die Kamera beim Start eigentlich gar nicht neu gestartet, weil ich irgendwie schon das Gefühl hatte, dass ich raus bin. Jetzt starte ich sie neu, weil ich dieses Mal bis zum Hast Ende... Hast du überhaupt Bettina heute gehört? Nee, Mann, ey. Ah, deswegen. Ich hab heute... Ja, wann denn hätte ich auch noch das machen sollen? Dann wäre ich ja nochmal 20 Minuten zu spät gekommen. Okay, ich habe so Angst.
Ich drück dir die Daumen, drück mir sie bitte auch, danke. Ja, ich drück sie dir. Oh. Für einen Doppelsieg. Ich werde von allen über... Die rammen sich. Besser gestartet, als ich dachte. Oh mein Gott, ich fall zurück, ich habe keinen Bock drauf. Ich bin Erster geblieben. Es hat noch nicht einmal einer versucht, mich zu überholen. Ich habe auch nichts versucht, ich habe eher versucht, hinten zu bleiben, als die zu überholen. Die sind ja absolut irre. Guck mal, was die machen. Das ist so ein Chaos, ich bleib hinten. Sonst bin ich ja echt direkt Game Over. Ja, vor allem durch den ersten Sektor, da kannst du auch nicht überholen. Das ist ja... Junge, wenn ich schnell gefahren wäre in der ersten Kurve und ich hätte das machen können, dann hätte ich, glaube ich, 10 Leute überholt und wäre dann instant gestorben direkt danach. Ja, das stimmt. Sollst die Leute ja auch nicht nur überholen, sondern musst ja dann auch noch bremsen, oder? Das meine ich nicht. Nee, das machen wir nicht. Machen wir vielleicht später, aber. Alter, jetzt. Dieses Huppeln! Boah, ich stell mir das so vor, wenn man so nebeneinander fährt und dann fliegst du so über so einen Huppel drüber, das ist richtig geil bestimmt. Das sind Überholmanöver, die man sich wünscht. Oh, wow, hör auf zu bremsen! Was macht der denn? Wer bremst denn, Alter, was ist das? Bei der Zickzack-Kurve könnte ich ja jetzt eigentlich gerade ausfahren, dann wäre ich Erster. Nee, mich überholst du nicht. Ja, stimmt. Ich bin schon raus. Boah, ich bin gerade so in der Linie gefahren, wo man diesen Start-Ziel-Huppel nicht erwischt. Was? Wie geht das denn? Oh mein Gott. Junge, Kubica ist vor mir gerade so gebounced. Das sieht so scheiße aus, wenn man das sieht. Der hüpft einfach vor mir. Nein! Auto kaputt. Was? Reifen ab. Nein. Nein, oder? Wie hast du das denn geschafft? Erster Sektor. Im ersten Moment dachte ich, du prankst mich. Achtung, Achtung. Nein. Ich habe übrigens heute auch kein Bettina gehört. Na, scheiße. Das war's. Ja, du bist doch ungefähr eine Stunde Zeit oder so. Eine Runde habe ich geschafft. Immerhin. Ach, Mann. Ich habe meistens nicht mal eine geschafft. So, na, ach Mann, jetzt können wir nicht mal mehr. Platz zwei. Jetzt können wir nicht mal mehr einen Doppelsieg holen. Wenn ich überhaupt irgendwas hole. Ich bin Platz 20 und. Also. Mach mit nichts. Ich bin zu. Ja, ich hätte vorsichtiger in die Kurve reinfahren sollen. Das war natürlich mein Fehler, ganz klar. Es war ja kein anderes Auto in der Nähe. Ärger mich, also. Weil es so knapp war. Also, es war halt so. Wahrscheinlich so ein ganz paar km/h weniger und mein Auto wäre nicht ausgebrochen. Ja, oh, das ist halt so wirklich so eine. Ich kenne das, ja, ich kenne das. Das sind so individuelle, minimale Fehler. Das habe ich ja oft so gehabt. Eine riesige Auswirkung dann teilweise haben, weil die Bande war an dieser Stelle natürlich ausnahmsweise mal richtig nah. War ein paar Meter Kiesbett und dann war ich schon zack dran. So, naja, okay. Passiert, ist natürlich jetzt richtig doof. Bei 5 Rennen, bei 6 Rennen, 5 Rennen rausgeflogen. Das DRS ist jetzt aktiviert. Das ist scheiße. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich unterstütze Mike, schau dir eine Infokarte vorbei. Haut rein. Ciao. Tschüssi. Gut, das ist jetzt seselig. Ziemlich, ja. Weil meine Aussichten sind nicht so heftig. Hä? Er portet sich bei mir. Zum Glück wurde der unsichtbar, der hat sich gerade in mich reingeportet, Grosjean. Boah, hast du viele Autos vor dir? 4 Stück direkt so in der Kolonne? Ja, schon die ganze Zeit, ich überhole ja nicht. So? Hä, ja, warum sollte ich? Damit ich mir alles abfahre, wie du immer. Ja. Ja, diesmal lag es ja nicht an der KI. Diesmal. Ach, das ist so. Das ist. Ich hasse es. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann ich es überholen soll, das so das Ding. Weil wenn ich die ganze Zeit hinten dran bleibe, ist natürlich auf Start, dumm. Ziel. Wenn ich die ganze Zeit hinten dran bleibe, ist natürlich dumm, aber. Also auf den beiden Graden. Oh Gott! Der DRS ist ja jetzt aktiviert. Und ich mache jetzt schöne Fotos. Alter, er portet sich die ganze Zeit, ungelogen. Was für ein Spaß! Alter, sind das geile Bilder. Jetzt musst du nur noch irgendwie Hamilton wegrammen oder so und ich hab's ja. Dann auch. Wegrahmen. Ich muss erstmal irgendwas machen in meinem Leben.
Jetzt siehst du, wie wir alle bauen. Boah, den Poller hast du ordentlich mitgenommen. Das sehe ich natürlich Hui. Auch. Hui! Deswegen habe ich das gemacht. Wir haben fast den gesamten Benzin über. Komm Alter, schon. Boah. Ist der Frontflügel noch heile? Ja, klar. Wow! Bomb. Alter, was? Ach was nee. Was machst du denn? Ja, ja links kommen. Er hat mich berührt. Jetzt links da hoch, da bin ich in die Bande. Er hat mich berührt, was kann ich denn dafür? Junge, was war das denn schon wieder? Nervenkitzel am Start. Ja, lassen wir es lieber sein, ich stelle wieder alles zurück. Willst nicht mehr überholen, bleibst Platz. Irgendwie ist das gerade schon mein Plan. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber. Nee, natürlich bringt es nichts, außer du kannst in die Box gehen und Ultra Undercut machen. Ja, ja, wie du. Ja, jetzt auf weiß. Das war doch eine Strategie, dass man rot-weiß, rot-gelb fährt. Und wenn du jetzt schon auf weiß wechselst, musst du nicht mehr in die Box. Wow. Das bringt ja mir ungefähr nichts. Wieso bringt dir das nichts? Ja, ob ich jetzt an die Box gehe oder danach. Alter, ja, der fährt so. Und Junge! Dass wir an der Box sind, du. Hey, der fährt. Und wie ich dadurch fahre, dass der so komisch fährt. Du überholst sie, währenddessen die an der Box sind. Dann so ey, wehe, der dampft mich, wehe, der dampft mich, wehe, der dampft mich. Ist das eng, ist das scheiße. Alter, du bist. Ich hab Angst. Ich hab so Angst gerade, das glaubst du mir nicht. Und jetzt ein Huppel. Hui! Und dran vorbei. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,5 Sekunden. Oh geil, ich hab grad ein Bild gemacht ohne Auto drauf, verdammt. Das hätte so cool werden können, aber du warst zu schnell weg. Ein Bild ohne Auto. Das ist natürlich geil. Warst du schnell weg? Ja, soll ich langsamer fahren? Ja, ja. Ja, bitte fahr langsamer. Oh, scheiße, ich bin ja weg. Ich bin weg. Digga, was war ja, das ja, jetzt fahr in die Box und hol dir weiße Reifen. Warum? Weil dann du mit du willst hier nicht überholen, wenn du Angst hast, also gehst du jetzt an die Box und holst dir scheiß weiße Reifen, Alter. Okay. Du machst jetzt den mega ultra heavy Undercut des Jahrhunderttausends. Oder das Ding ist hier in Russland sind wir halt viel schneller gefahren als hier in Japan. Das ist egal. Boxenstopp! Ja, wenn du erstmal frei fahren kannst, bist du auch schneller. Ja, yeah, das stimmt ja, eigentlich schon. Oder? Nein, glaube ich nicht. Was soll das denn jetzt? Junge. Du bist halt irgendwie in jeder Zeit in Kurve nimmst du so ein bisschen Rasen mit. Ja, das passiert. Mann, und kann ich mich nicht auch drehen, ohne dass was kaputt geht? Dann hätte ich ja immerhin nochmal irgendwie so, keine Ahnung, wäre ich vielleicht auch Platz 19 gewesen. Das habe ich mir schon die ganzen anderen 80 Rennen diese Saison gedacht. Das passiert halt aber nie. Ja. Ach, diesen Bollern habe ich mitgenommen, deswegen. Ich dachte schon, ich hä, Gefühl, was habe ich gemacht? In F1 2019 geht das Auto noch schneller kaputt, habe ich das Gefühl irgendwie. Also wir sind doch nicht in F1 2018 so häufig rausgekommen. Guck mal, hier gibt es auch Bollern. Siehst du das? Hui! Oder sind wir irgendwie gerade einfach so kacke? Ja, das glaube ich auch. Also erstens kacke, zweitens schneller kaputt. Beides. Ich bin aber nicht kacke. So, jetzt, ich habe ein paar Bilder von dir gemacht. Ja, du hast jetzt ein, warte. Also wenn die Taktik funktioniert, dann bist du der Gott. Ich bin nicht Gott. Du hast einen Abstand zum Führenden von 54 Sekunden. Gott, ey. Weißen Reifen muss man jetzt erstmal einfahren, natürlich. Naja, also jetzt noch nicht mit Class RS oder Fett fahren, sondern Class RS eine Runde. Also eine Runde musste mindestens gefahren sein auf Weiß. Wow. Zeit, etwas Ladung zu verbrauchen. Erhöhe den ERS-Einsatz. Ah, ich hatte ja auch direkt... Energie ist weißen, zum Ausgeben da. Ja, als ich meine weißen Reifen hatte, bin ich ja auch direkt in der
zweiten Runde quasi, also in der ersten richtigen Runde mit meinen weißen Reifen, eine Lila Zeit gefahren. Das hat sie auf Russland. Oh, gelbe Flagge, Sektor 1. Jetzt hier bei mir? Da passiert ganz viel. Ich kann nicht sagen, wer raus ist, aber. Ich hoffe, was cool ist. Ich glaube, ja, Raikön ist raus. Ja, das ist. Also cool. Entweder raus oder. Da ist irgendwas Schlimmes passiert mit dem. Was Schlimmes passiert? Ne, der lebt noch, aber der hat einen Ultra-Unfall. Ja, der Holzmichel, oder? Der ist irgendwie der 10 Plätze gerade verloren. Dieser Huppel macht mich fertig. Wie kann man so einen Scheiß verpillen, Mann? Also du musst wirklich richtig Attacke machen natürlich, weil du willst sie ja nicht normal, wie gesagt, überholen, weil davor hattest du ja Angst auf dieser Strecke. Und du willst sie überholen, währenddessen die an der Box sind. Ja, wann war denn das Boxen-Dings? Ich glaube irgendwie auch so Runde 9 bis 11, also 9, 11, 12, sowas in der Art. Gott, da komme ich never ran bis dahin. Doch, da schaffst du. Ich hasse diese Kurven hier. Ich will die mal schnell nehmen, aber es geht nicht. Ja. Alter. Wow. Ja, da warst du gerade wieder. Ich hab's gesehen, aber was soll ich denn machen? Das war schon zu spät, als ich's bemerkt habe. Alter. Alter, was machst du? Ich weiß nicht. Mann. Keine Ahnung. Die Runde kannst du in die Mann. Tonne kloppen, kannst du die. Dass Hamilton auf Platz 7 ist, ist ja... Okay, der wird wahrscheinlich auch wieder nach vorne kommen, weiter. Aber halt Verstappen auf Platz 2, das nervt mich halt krass. Ja, das stimmt aber. Wie viel war. Hamilton war direkt hinter dir, ne? Hamilton war 6 Punkte hinter mir und Verstappen war 7 Punkte hinter mir. Also ja, werden mich beide wieder überholen. Also wobei der Hamilton auf Platz 7. Kommt aber an, wo er landet, ja. Ich glaube auf Platz 7 bekommt man genau 6 Punkte. Das kommt halt echt darauf an, wo er landet. Kann sein, dass er noch deutlich aufholt. Ja, oder wahrscheinlich. Dass er zurückfällt, weiß man ja nicht. Wahrscheinlich holt er auf, weil also Norris ist zum Beispiel auf Platz 4, den werden die Mercedes so wahrscheinlich auf jeden Fall catchen. Davor sind alles Top-Fahrer. Naja, Daniel Ricciardo wird wahrscheinlich auch noch kassiert, also ich kann mir gut vorstellen, dass mit einem mindestens Platz 4 wird er. Klar, danach sind noch 4 Rennen. Noch genug Zeit, um das zu schaffen. Sektor 2, gelbe Flagge, also in dem Sektor vor dir. Ich weiß nicht, was da los ist. Raikön hat Kubica überholt. Raikön war ja der mit dem Schaden. Oh, da ist einer. Kubica ist raus. Ja, ich sehe es. Also, ich habe eine Einblendung bekommen. Ausnahmsweise bekomme ich sowas auch mal. Ich glaube, Raikön hat Kubica getötet. Gelbe Flagge. Pass auf, im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Keine Überholmanöver, solange du gelbe Flaggen siehst. Daniel Ricciardo ist jetzt an der Box. Okay, alles klar. Und der war? Er war auf Platz 5. Und ist jetzt auf Platz 5, denn ist jetzt raus aus der Box. Also meine Vorteile sind halt, ich habe einen enorm niedrigen Spritverbrauch im Vergleich zu vielen anderen. Und er ist jetzt mit dem Stopp auf Platz 17 und du bist auf dem Stopp, mit einem Stopp auf Platz 18. Jetzt müssen wir vorankommen. Schalte ERS-Einsatz auf Überholen. ERS auf Überholen. Alter, ihr macht mir alle so einen Druck. Der Chief sagt mir gerade, du musst richtig ranholen jetzt, du musst richtig Gas geben. Ja, das stimmt doch, hat er recht, du musst jetzt auch. Eigentlich die nächsten 3-4 Runden musst du nur Liederzeiten fahren. Ja, ich bin raus, jetzt. Ich bin raus. Alter. Jetzt ist das Wichtige, also weil ab dann waren halt die nächsten, so in 4 Runden werden wahrscheinlich alle an der Box gewesen sein und deswegen sind jetzt die freien, noch die freie Zeit. Danach ist halt... Danach wird's schwer. Ja, aber ich fahr nicht so gut. Weiß ich, sehe ich ja. Ja. Aber du musst es machen. Ja, das kann ich aber knicken. Eigentlich ist das Rennen nur, damit ich wieder ein bisschen Fahrpraxis bekomme.
Punkte werde ich wahrscheinlich nicht so schnell sehen. Können wir heute direkt noch ein drittes machen? Eigentlich nicht. Wieso eigentlich nicht? Ich habe noch viel zu tun heute, habe ich dir doch gesagt. Ach, verplapp. Schaffen wir von der Zeit nicht.